ich mich jetzt schämen für das, was ich erzähle? Oder darf ich stolz sein auf das, was ich erzähle? Oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Hallihallo und schön bist du wieder mal beim Blumenmann mit dabei. Es geht heute darum, ich habe neu ein Konto bei Patreon erstellt. Ich denke mal, fast alle kennen Patreon nicht hier beim Blumenmann. Patreon ist eine Plattform für Kreative, die eine Mitgliedschaft anbieten. Das heißt also Patreon, du kannst dort bei Patreon ein Abo für den Blumenmann-Kanal lösen. Und zwar bekommst du dann dort ausschließlichen Content. Ich sag mal, alle Männer kennen OnlyFans. Ich habe keinen Account dort, aber man hört ja immer von OnlyFans und so weiter, dass da dort Leute Abos kaufen und dann Bilder und sonstige Sachen von Damen oder Herren bekommen und sich so, ja, eine Stange Geld verdienen. Es geht mir hier aber nicht darum, dass ich bei Patreon ein Konto erstellt habe, um viel Geld zu verdienen, sondern es geht mir darum, einfach auch eine Option zu haben, weil viele von mir, von euch da draußen, oh, es ist so kompliziert, es ist mit so vielen Gefühlen verbunden, was ich jetzt heute hier am Morgen erzähle, weil ich möchte ja nicht bei euch betteln und sagen, ihr müsst was mir bezahlen. Und ich möchte auch nicht eine Zweiklassen- oder Dreiklassengesellschaft auftun. Die Abonnent sind, die nicht Abonnent sind und die sich das Ganze nicht leisten können. Ich möchte einfach dir die Option geben, zu sagen, okay, ich möchte die Videos, die du hochlädst, leider nicht die Livestreams, aber sonstige Videos, die du machst, lieber Blumenmann, werbefrei anschauen. Oder ich möchte die Option geben, am Morgen ein Video vom Blumenmann zu bekommen. Das ist exklusiv ein kleiner Morgengruß, vielleicht eine Minute, vielleicht eine halbe Minute, wo ich kurz erkläre, was ich heute alles mache, was mein Plan ist. Am Sonntag gibt es kein Video. Aber sonst habe ich jetzt die letzte Woche immer am Morgen ein kleines Video gehypt hier auf Patreon. Genau. Und ja, am Schluss entscheidest du. Du klickst auf den Link, schaust dir es mal an. Am Anfang ist es kostenlos. 7 Tage kannst du ausprobieren. Anschließend kostet es dich 5 Euro plus minus und du bezahlst das monatlich. Also wenn es dir langweilig wird, verleidet oder wenn du sonst irgendwie das Gefühl hast, nein, jetzt will ich das nicht mehr machen, dann lasst es einfach sein. Ein Kollege hat mir gesagt, mach es, und einige von euch haben mich schon immer wieder ermutigt zu sagen, ja, komm, es ist mir was wert. Einige stecken mir dann immer ein Trinkgeld zu, wenn sie mal vorbeikommen in den Blumenladen oder sonst irgendwie. Und ja, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich versuch's mal. Ja, ich bin henne mega gespannt, was jetzt dann unter diesem Video abgeht, ob alle sagen, Ich entfolge dir, weil du jetzt geldgeil wirst, oder ich finde das eine ganz gute Idee, weil ich einfach so viel profitiere von dir. Oder vielleicht sagen einige, ja, lieber Blumenmann, ich finde es gut, du machst, was du willst, und ich bleibe aber trotzdem noch da, aber von mir bekommst du kein Abo. Ich habe gestern oder heute Morgen gelesen, alles wird teurer. Und ja, darum, ich möchte nicht, dass du in eine finanzielle problematische Situation kommst, sondern ich möchte dir einfach die Chance geben, wenn du sagst, oh ja, ich habe jeden Morgen eine riesengroße Freude, wenn ich da beim Blumenmann zuschauen kann, oder mich erfreut es jeden Tag, wenn ich irgendwas anschauen kann, was mir das Herz erwärmt. Ja, ich muss noch schnell schauen, was ich noch reinstecken will hier. Ja, jetzt hattest du Zeit zum Überlegen und auch ein wenig vielleicht nachzudenken, was du zu dieser Idee denkst und was du davon hältst. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass ganz viele sich sagen, gute Idee, Blumenmann, da mache ich mit. Ich will mal schauen, was dort abgeht. Und dann, ja, vielleicht lässt du dort ein Abo da, eine Mitgliedschaft da. Und ich bin dann gespannt, welche Optionen mir das vielleicht eröffnet,
welche Geschichten wir da weiterschreiben können am Projekt Blumenmann mit Tobias. Ja, ich verabschiede mich mal. Ich habe heute etwas Stress, darum gibt es kein Livestream heute Morgen. Aber wir werden mal schauen, was jetzt aus diesem Video heute entsteht. März ist, glaube ich, Frühlingsanfang und der Frühling, der darf vielleicht auch in dein Herz kommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund, munter, glücklich und froh. Und ich hoffe, du entfolgst dem Blumenmann nicht, weil ich jetzt sowas erzählt habe, sondern du sagst, coole Idee, aber ich mache da nicht mit. Und dann sage ich dir, schön bist du beim Blumenmann Community mit dabei und bist immer wieder glücklich und froh, wenn du was entdecken darfst. Darfst mir auch gerne in den Kommentaren reinschreiben, ob dir dieser Strauß gefällt oder nicht. Das ist deine Wahl. Die Qual der Wahl.